Auf einer Pressekonferenz wird Loriot gefragt, wie er auf den Filmtitel Papa Ante Portas kam. Das Wort Papa ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Aber Papa vielleicht ein bisschen zu allgemein war, dachte ich mir, es müsste etwas Geheimnisvolles dazu, was trotzdem seinen Sinn hat. Und um es für die Mehrzahl, die hier sitzt und die nicht weiß, was Ante Portas heißt, zu erklären, es ist die, das war ein Scherz übrigens, es ist die Geschichte Hannibals, der im Jahre 211, ich bin gut vorbereitet, als karthagischer Feldherr vor den Toren Roms stand, um es zu erobern. Er hat es übrigens nie erobert. Und der Schreckensruf der Römer verbreitete sich: Hannibal ante Portas. Hannibal steht vor den Toren der Stadt und das wird unser Ruin sein. Dies ist, glaube ich, der geschichtlich, der populärste Angstruf einer größeren Familie. Und den fand ich eigentlich ganz passend. Und wenn man will, kann man sich ja erkundigen, was es heißt. Und wenn nicht, schadet's auch nicht, dann ist es ein rätselhafter Titel. Und warum eigentlich nicht? Das Wichtigste an einem Spielfilm sind die Vorbereitungen. Sie nehmen auch die meiste Zeit in Anspruch. Hier sitzt der Filmstab mit den Filmarchitekten zusammen, um über die Filmvilla, die gebaut werden soll, zu diskutieren und Vorschläge zu machen. Denn mit Baubeginn der Filmkulissen muss bereits jedes Detail feststehen. Der Filmarchitekt muss alle Wünsche der Regie, des Kameramannes sowie der Technik bei der Planung berücksichtigen, damit der praktische Ablauf des Drehens gesichert ist. Sind alle Punkte geklärt, wird ein Modell erstellt. Produktionsbesprechung auf höchster Ebene. Produzent Wendland bespricht hier im Beisein von DEFA-Chef Golde den Drehplan. Wendland vertraut seinem Drehstab und lässt ihm auch weitgehend freie Hand. Wir brauchen weder einen Produktionsleiter, wir brauchen einen Typ, den Mann, der zu euch passt. So, jetzt wollen wir mal noch über die Zahlungsbedingungen sprechen. Also wenn das mit dem Bezahlen so geht wie unser Gespräch und mit dem Drehen genauso, wovon ich ausgehe, hoffe ich auch, dann haben wir auch genügliche Zeiten miteinander vor. Okay. Bei Loriot hat man als Zuschauer den Eindruck, bei ihm stimmt einfach alles. Aber das kommt nicht von ungefähr. Damit dieser Eindruck später auch entstehen kann, kümmert sich der Regisseur Loriot akribisch genau auch um die offenbar kleinste Nebensächlichkeit. Hier geht es um die Wahl der richtigen Tapete für das Filmzuhause des Schauspielers Loriot. Leider Gottes, ja. Da stört mich grundsätzlich der B-Stor. Ja, das stört mich. Ein bisschen mehr in Grau. Also das an sich gefällt mir sehr. Also ich, weil wenn man die auch mal zusammen sieht, die beiden, ja, kann es, also nicht, wenn wir oben sind, sehen wir auch das Treppenhaus. Ich würde sagen, dass das ins Treppenhaus auch mit drauf geht. Das ist natürlich sehr elegant. Ja, nicht klar, aber hier gibt es aber eine hellen Variante. Aber die ist einfach von der Musterung sieht die einfach toll aus, weil sie so viele Farben in sich hat. Jetzt kommt sie, glaube ich. Also die ist einfach, die ist nie langweilig irgendwo, nicht? Odette, mal ein bisschen wegdrehen. Ja. Ich hätte auch gerne ein Eisenblatt, das nur so lang, weil ich möchte die irgendwie mit Ölfarbe bestreichen, ja. Ich finde es nicht gut, wenn die Messing sind, das wäre zu viel. Ja. Man müsste die überstreichen, weil es wäre realistisch. Die Fenster sind bestimmt also zigmal gestrichen worden. Und dann wirken die nicht so protzig, weil sonst sieht das so. Also heute wäre das so. Ich meine, überhaupt zu dem weiß gestrichen passt auch zum Beispiel schwarz. Ja. Es gibt auch die schwarzen Griffe, nur dann passt die Türklinke nicht dazu. Also ich meine, ja. Es hat, wie gesagt, diese leichte Geschmacklosigkeit, die dafür eigentlich passt. Mhm. Diese schwarze Mappe und diese Zeichnung aus für den 1:25 Türen. Es passt zum Haus. Ja, finde ich auch. Absolut. Ja. Okay. Mhm. Die anderen sind schön, aber das passt zum Haus. Ja. Hier fährt man zur sogenannten Motivsuche. Es wird das passende Motiv für eine später zu drehende Szene ausgewählt. In diesem Fall geht es um eine große Bibliothek, in der eine Dichterlesung stattfinden soll. Je nachdem, wo wir den Dichter hinsetzen, ja. Wenn er da sitzt, dann hat man die seitlichen Bücher nicht. Nein. Wenn man hier sitzt, hat man hier auch die Bücher nicht. Man sieht ja. Zu wenig Bücher. Das ist das Problem. Ja. Denn ich finde ja so schön, wie das, was ja Hier oben ist. Und
diese Dinge. Und die kriegen wir da nicht rein. Wir haben es mal gesehen, die Fotos haben wir hier. Bei Loriot bleibt nichts dem Zufall überlassen. So findet auch lange vor Drehbeginn eine Maskenprobe statt. Denn falls beispielsweise Haarteile geändert werden müssen, so ist das für den Maskenbildner recht zeitaufwendig. Und bei Drehbeginn muss alles perfekt sein. Hier ist ja noch Und hier, das geht hier wunderbar rein. Ja, prima. Okay, so ist eigentlich ganz gut. Das wäre also fürs Büro. Und für die Wohnung nachher machen wir es ein bisschen wild. Oder auf der Straße. Ja. Ich habe ja auch hier Hut nachher, ne? Nee, Hut machen wir nicht mehr. Das ist ohne Hut? Nein, ohne Hut. Na gut, da kann man den Wind auch mal wieder spielen. Also. Okay, prima. So. Ja? Okay, so lass mal. Bitte schön. Prima. Aber diese Tendenz ist es, und dann geht es so nach außen. Und das ganze Gemüse kommt bei Ihnen. Genau. So, ja. Ich lächle auf die übliche dümmliche Weise. Fototermin, aber nicht für die Presse, sondern für Bilder, die später schön gerahmt den gutbürgerlichen Eindruck des Hauses unterstützen sollen. Ja. Wir brauchen Fotos. So? So. Nicht? Einzeln oder einzeln, die drei? Einzeln und dann die drei. Und dann die drei zusammen. Aha, und auch gut, mit der Sohn alleine. Okay, nicht? Dann machen wir. Inzwischen haben die Dreharbeiten begonnen. Ganz früh, noch im Morgengrauen, fährt der gesamte Filmstab von West-Berlin über den ehemaligen DDR-Grenzübergang Dreilinden ins DEFA-Studio nach Babelsberg. Täglich ein großes Aufatmen, denn die ehemals so lästigen Kontrollen gehören heute glücklicherweise der Vergangenheit an. Im Atelier angekommen, beginnt die Regiearbeit. Sicher und marschiert auf dem Zug. Sie zögern einen Moment. So, und dann marschieren Sie dann vorbei. Ja. So. Und aber dicht dran, dass wir nicht die Kamera verlieren. So, setzen Sie sich hier hin. So. Die Tasche, glaube ich, behalten Sie am besten, legen das hier vielleicht links ab. So. Jetzt haben wir dann, setzen Sie es aber ziemlich weit vorne auf der Kante, deswegen Licht wichtig. Ich hätte gern, dass wir im Hintergrund ein bisschen dunkel auf der Rückwand sind. Und die Gesichter vorne sich plastisch abheben, in Erinnerung an die Szene in Ödipussy. Ja, da war das hinten etwas dunkel und vorne waren sie deutlich ausgeleuchtet mit einer Seite hell, einer Seite dunkel. Nicht? So. Ich würde, was wir später extra nennen, hier sitzen. Und das Gespräch findet eigentlich frontal, ziemlich aus der Frontalen statt, auch Erinnerung an die alte, gerade konzentrische Aufnahme aus Ödipussy. Sehr schön. Vielleicht, Frau Arndorf, wenn Herr Schilling den Hut abnimmt, machen Sie eine Bewegung zum Haar. Ach so. Da haben wir noch mal eine kleine... Immer und immer wieder wurde diese Szene geprobt. Hier noch eine Verbesserung des Dialogs, da noch eine kleine Handbewegung, die unauffälliger, lässiger und deshalb perfekter sein könnte. Nun steht aber die kleine Szene und nach dieser Generalprobe wird gedreht. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Dies bedeutet das Ende unseres Planeten. Wissen Sie, das kommt hier im Moment sehr ungelegen. Ich dachte, Sie Nur alle Menschen, die innerlich und äußerlich sauber sind, haben nichts zu befürchten. Diese handgefertigte Wurzelbürste aus reiner Naturborste könnte ich Ihnen für 28,50 Mark überlassen. Das ist sehr liebenswürdig, aber ich glaube... Für 32 Mark empfehlen wir diesen Badezusatz. Nein. Auch ohne Bargeld. Wenn Sie hier bitte unterzeichnen wollen. Nein. Sie erhalten unsere Lieferung dann monatlich auf Rechnung mit 2% Skonto. Oder die Beträge werden von Ihrem Konto abgebucht mit 5% Skonto. Aber wenn Sie sich heute noch nicht entscheiden mögen, macht das nichts.
Wir kämen dann immer jeden Donnerstag. Ach, wo muss ich unterschreiben? Frage: Hatten Sie eine Frau, die Ihnen bei der Gestaltung der Rolle der armen Frau Lohse beratend zur Seite gestanden hat? Und wenn ja, wer war das? Nein. Sehen Sie mal, wenn man 67 Jahre alt geworden ist, ist einem die eine oder andere Frau über den Weg gelaufen. Und ich will nicht sagen, das genügt. Aber immerhin lernt man da doch, nicht? Und das gilt natürlich ebenso für Männer. Nein, davon war überhaupt nicht die Rede. Frau Biedenbeck, ich muss Sie bitten aufzuschieben. Kulturleiter der Welt. Nein, das ist nicht der Kulturleiter. Ich hatte ihn hier irgendwo hingelegt. Ich muss Sie leider bitten aufzustehen. Unter sich nachzusehen. Vielleicht sitzt jemand drauf. Nein, bitte bleiben Sie sitzen. Ich muss darauf bestehen. Heinrich, hilfst du mir mal? Achtung, bitte Ruhe. Wir drehen. Auch eine Reaktion, die im Film vielleicht nur eine Sekunde ausmacht, muss absolut präzise sitzen. Und sowas wird so lange gedreht, bis es perfekt ist. War ich nochmal hinterher? Ja. Pass auf, wir haben jetzt gesehen, dass Sie Schwung geholt haben aus einer Bewegung. Das dürfen Sie nicht. Sie müssen vollkommen von Null machen. Passen Sie auf, heben Sie sich einfach nicht vom Sitz, sondern strecken Sie nur ganz kurz die Wirbelsäule. Ganz schnell. Ja. Tück. Das genügt eigentlich. Es ist also nicht die Schultern heben. Nicht die Schultern, sondern es muss. Es kommt aus der Hüfte, ja, ohne dass Sie hopsen. Nur ganz bisschen. So. Okay. Und nochmal. Bitte. Nochmal. Nicht vormucken. Sie nehmen alle schon vorher, stopp. Sie machen alle schon, fast alle, eine Bewegung nach vorne, um dann, das geht nicht. Sie müssen vorher absolut vollkommen unbeweglich sitzen. Ja? Und nochmal. Achtung. Bitte. Nein, nicht vormucken. Nochmal. Stopp. Und. Das war besser. Nochmal. Nein, nicht vormucken, bitte. Und noch eine. Danke, das war. Nein, davon war überhaupt nicht die Rede. Frau Bredenbeck, ich muss Sie leider bitten, aufzustehen. Sie sitzen auf dem Kulturteil der Welt. Nein, das ist nicht der Kulturteil. Aber ich hatte ihn hier irgendwo hingelegt. Ich muss Sie leider bitten, unter sich nachzusehen. Vielleicht sitzt jemand drauf. Nein, bitte bleiben Sie. Ich muss darauf bestehen. Hilfst du mir mal, Heinrich? Ich hab's gewusst. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ich hab ja Zeit.